Liebe Freunde, hier ist der Ahmed von 1001 Arabisch. Jeden Tag gibt es Nachrichten aus Ägypten. Ich möchte gerne für euch ein paar Nachrichten übersetzen. Bevor ich beginne, freue ich mich auf Daumen nach oben und abonniere meinen YouTube-Kanal. Und jetzt beginnen wir mit der ersten Nachricht. BBC und hier schreiben, Ägypten hat jetzt alle Moscheen und Kirchen geschlossen. Und was hier ganz interessant ist, man kann weiter das Rufgebet hören, das Azan, ja, und oder Gebetruf, ich glaube, heißt Gebetruf, ne, Azan, Gebetruf. Und hier wurde gesagt am Ende, dass die Leute zu Hause bleiben müssen. Das heißt, es wird nicht gerufen, dass die Leute in den Moscheen gehen, sondern wurde gesagt, Leute, bete nur in eurem Haus, na, damit die Leute nur zu Hause bleiben können. Das ist von dem Al-Arabiya. Hier, man sieht, das Datum ist 21. März und hier ein ägyptischer Arzt erzählt oder beschreibt seinen Weg zur Genesung von Corona. Der ägyptische Arzt ist ein Lungenfacharzt. Er sagt hier, er wurde getestet und 2 Tage später kam das Positivergebnis. Er wurde mitgeteilt, als er zu Hause war, dass er hier positiv ist. Er wurde dann zu einem Quarantäne-Krankenhaus gebracht und er sagt, der Arzt sagt hier, gemäß dem medizinischen Protokoll, das Gesundheitsministerium in Ägypten ausführt, im Einvernehmen mit der Weltgesundheitsorganisation, wurde er dann hier geheilt. Nochmal, ich sage das nochmal, dann hier der Arzt wurde geheilt gemäß dem medizinischen Protokoll, das das Gesundheitsministerium in Ägypten ausführt, im Einvernehmen mit die Gesundheits- oder Weltgesundheitsorganisation. Ne? Und er sagt hier, er hat Tablette von ein Medikament heißt Hydrokin genommen und dazu hat hier das Krankenhaus sich darum gekümmert, dass er Essen bekommt oder frische Gemüse und Essen bekommt, die hier dabei helfen können, sein Immunsystem zu verstärken. Der Arzt sagt selber, die einzige Lösung, damit man wirklich gegen Corona was machen kann, ist die Verstärkung des Immunsystems. Ne? Und er sagt dann, nach einer Woche wurde er nochmal getestet, zweimal sagte er, und dann die Ergebnisse waren nicht positiv, waren negativ. Und dann vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende gesehen hast. Ich freue mich wirklich auf Daumen nach oben. Abonniere meinen YouTube-Kanal, damit du nichts von mir verpasst. Falls du meinen Livestream heute auf Facebook verpasst hast, findest du den Link zu meiner Facebook-Seite hier unter dem Video. Dort habe ich so ganz genau erklärt, wie du an meinem Kurs für die arabische Schrift kostenlos teilnehmen kannst und wie du auch 43 kostenlose Arbeitsblätter bekommen kannst. Du findest den Link unter dem Video. Bleib gesund. Wir sehen uns. Vielen Dank, dein Ahmed. Ciao.